Yo, hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Deponia und wir unterhalten uns immer noch in einem scheinbar endlosen Dialog mit dem Doc hier. Also wir unterhalten uns mit Doc. Also weiter geht's. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Oh ja. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh, bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Mein Gott. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay, das hatten wir. Ich habe noch... Immer her damit? Ja doch, das ist das, was wir kannten. Dann... Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Mein Gott, war... Hört das hier nochmal auf? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Aha. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also... Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Oh Gott, das müssen wir uns merken. Sphärisches Schraubklemme an... Oh Gott. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also... Die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ist doch logisch. Wir müssen uns die Tipps hier alle merken. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Oh. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Boah, komm jetzt noch ein vierter. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Gut. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Oh, also hier sind jetzt die Tipps, ne? Ja. Ach, Na. Okay, dann. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist. Senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Ja. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich nehme das bestimmt gleich. Das war mal das dann. Okay, dann muss ich mal weiter. Das reiht. Oh, scheiße. Hallo. Hm? Oh. Ja, das hören wir uns jetzt nochmal eben an. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Ach so, jetzt, okay. Dann nehmen wir uns jetzt mal den Schnaps. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Ja. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Also. Nee, nicht direkt. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt.
Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Machen wir. Wisch sofort den Flaschenhals. Okidoki. Hä? Man sollte nie betrunken wegen des... Aber... Anders... Aber wie soll... Okay. Ja, oh Gott, ey. Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Blöd, Mann, ich brauch die. Signal... Signallampendeckel. Okay, aufmachen. Wenn wir es denn können, was wir bestimmt nicht können. Oh, wow. Rote Signallampe. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, ich mach mal wieder zu. Ich war auch gar nicht hier. Jetzt haben wir noch eine Signallampe. Ich gehe erstmal durch alle Räume durch und versuche dann das Rätsel zu lösen. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Oh, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, Dunkelheit, ja, okay. Es liegt bei Licht hat... Okay, dann wissen wir, da kommen wir nicht rein. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich glaube, ich versuche mal eben hier so, zack, und dann da. Einfach nur so. An Umkehr ist nicht zu denken. Oh. Nein, wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Oh mein Gott, das werde ich doch nie lösen können. Und wie kommen wir da oben hin? Da fehlt ein Stümpel, einem Zylinder, ein Stümpel und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Ein Zylinder oder was wollte er sagen? Ich versuche mal alles damit. Eine Warnlampe? An meinem Mainbike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger oder eine Sprungfunktion. Ja. Dann wollen wir mal. Huch. Immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ja, bestimmt nicht, du Idiot. Ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Egal wie laut sie rufen. Außerdem wird's auf dem Ding nichts sehen. Naja, Schrotthaufen, ich suche das Ding jetzt wieder. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ja, das war der hier. Das sehe ich doch sofort, oder nicht? Oh nein, jetzt müssen wir's... Ach du Kacke. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also, wir haben hier, oh nein, ein kobaltfarbener Flansch, also wir haben hier Flansch, Klemmmuffe und Ritzel mit zwei Speichen, 3 und 4. Also hören wir uns mal den ersten Tipp an. Dann haben wir hier noch einen konischen, einen sphärischen und einen kubischen Korpus. Also. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also eine Schraubmuffe an einen sphärischen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Nein, niemals, niemals, niemals. Also auch, nee, also da kommt eine Schraubmuffe dran, dann kommt auf jeden Fall der schon mal hier dran, wenn man ihn niemals da dran machen darf, oder? Man kann eine, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also Klemmmuffe niemals an einen kubischen. Tipp 2. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört. Okay, Mauve-Flansch, kubischer Korpus.
Solange wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Movem Flansch geben. Avialen Stromumkehrer. Ah. Was? Den verstehe ich nicht. Den lege ich erstmal nochmal weg. Da muss ich mich später drum kümmern. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Aha. Und wie viel haben die? Was? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Die haben wir hier beide nicht. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. 4 Speichen, Schrauben. Das hier ist eine Schraubmuffe. Ja. Ist das so richtig? Ich hoffe mal. Und dann? Ach Quatsch. 4 Speichen, 2 Speichen. Okay, 2 Speichen, Klemmen. Dann kommt das da dran. Und der hier war doch hier, oder nicht? Solange der Move Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, ja, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Movem Flansch geben. Ja, das heißt, der darf da nicht dran. Dann darf der aber an die anderen beiden. Irgendwie passt das nicht. Warum? Das passt aber. Das kann doch nicht stimmen. Dann stimmt doch bestimmt der. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ja, das schaffen wir. Dahin. Dann kommt der natürlich dahin. Zack, und der kommt dahin. Oder auch nicht. Dann versuchen wir es mal so. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So. Ja. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Nice work. Okay, wir haben jetzt einen avialen Stromumkehrer, einen dorsalen Stromumkehrer und einen binausalen Stromumkehrer. Passt irgendeiner davon hier rein? Warte, soll ich es versuchen? Dann wollen wir mal. Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Ja, wer das macht? Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Aha, das heißt, wir haben beim ersten Mal richtig gehabt, das ist Zufall. Okay. Wow, eine Lux... Wer braucht... Minenbike. Ich mach mal kurz Leertaste. Okay, wir hatten alles gefunden, was es gibt. Das hatten wir, okay. Signallabor. Da muss dann wohl diese Birne rein, oder? Aber da kommen wir ja nicht dran. Da kommen wir nicht dran. Jetzt kommt wieder der telekinesischen Spruch. Ich spar. Ja. Okay. Da rätseln wir hier jetzt in der nächsten Folge weiter. Also ich rätsel jetzt direkt weiter. Ihr könnt erst morgen weiter gucken. Tut mir leid. Naja. Bis morgen. Tschüss.